Servus zu Barbecue aus Franken, aus dem leider sehr verregneten Franken. Also eigentlich kein Wetter, wo man großartig was draußen machen möchte. Nichtsdestotrotz, wir werden was machen, und zwar eine Touch-Ofen-Geschichte. Wir werden aus dem Touch-Ofen Wildschwein Schaschlik machen. Ich habe hier ein richtig schönes Stück Fleisch, das ist von Oberpfalz Beef und es ist ein Hals ohne Knochen vom Oberpfälzer Wildschwein. Müssen wir jetzt ein bisschen vorbereiten alles, das machen wir aber jetzt drin und dann gehen wir wieder raus und machen es außen fertig. Ja, und außerdem schönen Fleisch brauchen wir natürlich noch ein paar Zutaten. Und das sind für die Spieße als solches. Natürlich Paprika und Zwiebeln, die kommen drauf. Und was auch noch drauf kommen muss auf so richtig schöne Spieße, ist ein richtig schönes Wammerl. Ich habe hier eins bekommen, und zwar vom Peter aus Altberlach, also Barbecue Altberlach, von dem wir auch ein bisschen den Hausrapp verwenden, um die Spieße zu würzen. Und für die Soße brauchen wir natürlich auch Zutaten. Da habe ich dann Paprika dafür. Ich brauche natürlich auch Zwiebeln dafür. Wir brauchen Tomatenmark, Paprika Edelsüß, Salz, Pfeffer, Mustersoße, einen schönen Schuss Wein, wenn wir brauchen, ein bisschen Ketchup, Rinderbrühe, stückige Tomaten und einen Schuss Weinbrand, wenn wir mit reinmachen. Jetzt ist es natürlich keine klassische Schaschliksoße, die richtig Schärfe drinnen hat, um ein bisschen Dampf reinzubekommen. Wir machen das ein bisschen anders heute. Wir haben hier ein richtig schönes, scharfes Bönnenchutney. Das kommt so als Topping dann oben drauf. Ja, und während ich jetzt hier alles vorbereite, sprich Fleisch schneide und Gemüse schneide, könnt ihr euch anschauen, wie dieses Chutney entstanden ist. So, und jetzt mache ich ein Bönnenchutney. Wir brauchen natürlich ganz klar Bönnen dazu. Wir brauchen Essig dazu, wir brauchen Tabasco dazu, Paprika, Chili, Frühlingszwiebeln, Salz, Ingwer und Chilierzucker. Wir haben alles drinnen, was wir brauchen. Das heißt, es ist Süße, Schärfe und Säure über den Apfelessig. Ja, und ich bereite das Ganze jetzt mal vor, indem ich die Bönnen schäle und klein schneide. Genau dasselbe mache ich mit den Paprika, den Chilis und die Frühlingszwiebeln. Und vom Ingwer wird auch ein bisschen was klein geschnitten. Die Mengenangaben der Zutaten, die nehmt ihr natürlich aus dem PDF, das ihr unten unter der Videobeschreibung findet. Jetzt ist alles vorbereitet. Die Bönnen sind klein geschnitten, der Paprika, der Ingwer, die Chili und die Frühlingszwiebeln. Jetzt brauchen wir einen Topf. Und ich gebe schon mal den Essig dazu. Die Bönnen, den Paprika, Frühlingszwiebeln und schläge gerade fest, dass der Topf ein bisschen klein ist. Den Ingwer, den Chilierzucker. Was wir noch nicht reintun, es ist Salz, da warten wir noch. Und mit dem Tabasco warten wir noch ein bisschen. Halt, ist Chili, haben wir jetzt beinahe vergessen. Da geben wir auch was dazu. Ich tue mir noch nicht alles rein. Ja, und jetzt kochen wir das Ganze einfach mal auf. Und lassen es so richtig schön weich werden. So, das Ganze kocht jetzt ungefähr seit 10 Minuten. Sieht schon mal richtig gut aus. Ja, ein bisschen was von der Flüssigkeit muss noch weg. Das heißt, das lassen wir noch mal so 4-5 Minuten kochen. Dann würzen wir es noch mit Salz und dem Tabasco. Und dann können wir es abfüllen in Gläser. Übrigens noch so ein Tipp am Rande. Guckt, dass ihr Birnen bekommt, die ein bisschen fest noch sind, also noch nicht so reif. Damit die euch nicht komplett zerkochen in der ganzen Geschichte hier. Jetzt sind die 15 Minuten rum. Das Ganze hat noch ein bisschen reduziert. Ist gut, ich habe jetzt die Hitze runtergedreht. Noch ein bisschen Salz dazu. Und jetzt würzt das einfach nach eurer Schärfe, die ihr haben möchtet. Mit Tabasco nach. Ich muss es nochmal unterrühren. Und jetzt füllen wir das Ganze ab in schöne, ausgewaschene Gläser. So, die Gläser sind voll und heiß. Deckel drauf, gut zudrehen und umdrehen. Und so lassen wir es jetzt erst einmal kalt werden. Dann halten sich diese Gläser, ich sage mal, 3 bis 4 Wochen problemlos. Wenn ihr es aufgemacht habt, so eine Woche in etwa. Also 4-5 Tage, eine Woche in etwa. Aber so alt wird es eh nicht, der schmeckt nämlich sau lecker. Ein scharfes Bönnenchutney. Das Fleisch ist geschnitten, die Zwiebeln, die Paprika und der extrem leckere Speck. Also Peter, Respekt, richtig geil. Was machen wir als nächstes? Einfach ein bisschen das Fleisch würzen. Das mischen wir jetzt einfach ein wenig drunter. Und schon geht's ans Spieße stecken. Fangen wir an mit Fleisch. Zwiebel. Paprika, Fleisch,
Zwiebel, Speck, Paprika, Fleisch, ach komm, da tun wir noch eine Zwiebel drauf und noch ein Stückchen Fleisch. So, der erste Spieß ist fertig, ich mache jetzt mal weiter. Die Spieße sind gesteckt, was jetzt so an Gemüse übrig geblieben ist, das kommt natürlich jetzt gleich in die Soße auch noch mit rein. Da bereite ich jetzt auch noch das Gemüse vor und dann sehen wir uns draußen wieder, und zwar am Touchofen. Ja, wir haben es wieder nach außen geschafft, in den Regen quasi. Ich muss mich jetzt gleich mal für den Ton entschuldigen. Ich glaube, das war jetzt nicht ganz so gut. Es plätschert halt gescheit auf das Plastikdach. Nichtsdestotrotz, die K8 von Petromax steht im Moment auf dem Seitenkochbrenner und wird heiß. Und da tun wir jetzt was rein, was ich auf dem Bild noch nicht gezeigt habe, und zwar Butterschmalz. Da geben wir eine schöne Portion rein. Ja, wenn jetzt das Butterschmalz so richtig schön heiß ist, geben wir mal Spieße rein. Und die braten jetzt von alle Seiten richtig schön an. So, mal drehen. Dann darf schon irgendwas ran an den Röstaromen, weil wir kriegen ja sonst nichts mehr dazu. Wir schmoren das Ganze jetzt dann weiter. Ja, wenn jetzt alles richtig schön Farbe bekommen hat, nehmen wir die raus aus dem Touchofen und machen es mit dem nächsten Schwung genauso. Die Portion Spieße ist fertig, kann jetzt auch raus. Jetzt kommen die Zwiebeln in den Touchofen. Kurz ein bisschen anrösten, anschwitzen. Und die Paprika dazu. Auch kurz ein bisschen damit anschwitzen. Dann kommt der Tomatenmark dazu. Auch das ein bisschen damit unterrühren und Farbe nehmen lassen. Paprikapulver dazu. Dann geben wir was von dem Weinbrand rein. Löschen wir das Ganze mit dem Rotwein ab. Mengen, wie gesagt, oder wie schon immer gesagt, nehmen wir aus dem PDF bitte. Ah, Schüssel geht noch. Damit holen wir uns jetzt den Bodensatz wieder weg. Dann geben wir den Fond dazu, den Rinderfond. Und die stückigen Tomaten. Und die zweite Dose. Dann geben wir den Ketchup dazu. Guten Teelöffel. Wustersoße, nein, das darf schon Esslöffel sein. Das lassen wir jetzt alles einmal kurz aufkochen, verrühren es dabei schön. Dann kommen jetzt die Spieße zurück und Salz und Pfeffer tun wir dann später rein, wenn wir die Soße abschmecken. So, die Soße beginnt jetzt zu kochen. Jetzt ist der Moment, wo wir die Spieße wieder zurückgeben. Also rein in die Soße. Und der letzte. Ja, ist schon ziemlich voll geworden, die K8. Wenn die jetzt nicht in der Soße mit drin sind, ist es nicht weiter schlimm. Ich werde so nach einer halben, dreiviertel Stunde das Ganze in der Soße mal drehen, wechseln, dass jeder in den Genuss der Soße kommt, also jeder der Spieße. Eigentlich war der Plan, dass wir das Ganze heute mal wieder mit Kohlen machen. Aber ja Gott, dieses Wetter hat mir da ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen, ja, wir schmoren es ja eh. Dem Fleisch ist es ja wie gesagt wurscht, wo die Hitze herkommt. Wir schmoren es also jetzt im Grill. Also darf das da reinziehen. Den Deckel drauf. Und gut ist das. Deckel zu. Jetzt geben wir der Sache Zeit bei etwa 200 Grad. Und ich werde die Spieße in der Soße mal wechseln, dass wie gesagt jeder in den Genuss der Soße kommt, also jeder der Spieße. Eine Stunde 45 Minuten ist jetzt vergangen. Ich habe die Spieße in der Soße einmal quasi gedreht. Und jetzt schauen wir mal rein. Jawohl, ja. Oh, das schaut gut aus. Ich nehme die Spieße jetzt mal raus und dann kümmern wir uns um die Soße. So, zwischenlagern. Dann müsst ihr jetzt einfach gucken, wie dick ihr die Soße haben wollt. Also mir, denke ich, passt die soweit gut. Die ist richtig schön sämig geworden. Was wir machen müssen, Salz und Pfeffer noch. Ein bisschen Salz dazu. Frisch gemahlene Pfeffer. Rühren. Und abschmecken.
Sensationell gut. Jawohl. Ja, dann bleibt uns jetzt nur noch das Anrichten. Soße, Schaschlik, gibt es Brot dazu und natürlich was von dem Chutney. Mit dem scharfen Bönnenchutney drauf. Ich finde, das hat was. Ja, dann versuchen wir das Ganze jetzt einmal. Schauen wir doch einfach mal, wie weich er wird. Es ist weich. Also ihr seht, man braucht da nichts schneiden. Das kann man runter zupfen vom Spieß. Herrlich. Also, sollen wir es mal probieren. Alles, wenn möglich, auf einmal. Mit ein bisschen der Soße noch. Na, alles drauf. Und das versuchen wir jetzt. So, eine etwas ungewohnte Kameraperspektive. Ich kann bloß nicht raus mit der Kamera. Es regnet nach wie vor. Also, jetzt mal probieren. Das Fleisch ist butterweich. Der Speck sensationell dazu. Dieses Chutney oben drauf. Eine schöne Schärfe, aber trotzdem ein bisschen süß mit dabei. Ja, die Soße ist klasse. Gefällt mir. Richtig gut gelungen, die ganze Geschichte. Tolle, tolle, tolle Sache. Ich hoffe, ihr macht es nach. Rezept, wie gesagt, findet ihr unten. Ich muss mir jetzt ein bisschen schicken, dass da ja auch nichts kalt wird, weil das wäre echt schade drum. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn dem so wäre und ihr wollt es honorieren mit einem Daumen nach oben, würde ich mich darüber freuen. Wenn ihr was dazu schreiben wollt, packt es unten in die Kommentare rein. Ich werde es lesen. Ja, gibt es noch was? Ja. Kanal abonnieren wäre natürlich nicht schlecht. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, da oder da kommt jetzt gleich das Logo von Barbecue aus Franken. Klickt da drauf, seid ihr dabei bei Barbecue aus Franken. Seht ihr nächsten Mittwoch das nächste Video mit einem neuen Rezept. Ja, ich bleibe bis dann in euer Sven. Hab ein tolles Schaschlik. Bis dann, wir sehen uns. Tschüssi.